Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Drive Club hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, Dem Ray. Ja, in der letzten Folge haben wir die Startline-Series abgeschlossen. Das ist die hier, die wurde mir vorgeschlagen zum Einstieg, war auch ein interessanter Einstieg. Da haben wir sehr viele verschiedene Fahrzeugkonzepte mal gefahren. Wir machen jetzt aber einfach mal weiter mit der ganz normalen Drive Club Tour. Und ja, da sind wir aktuell, wo sind wir denn gefahren? Das haben wir noch nicht gemacht, den Bergsprint, dann würde ich sagen. Dann machen wir den doch einfach mal. Wir sind aktuell in den Kompaktwagen unterwegs. Schauen wir doch einfach mal, wie wir da so mit klarkommen. Zur Auswahl haben wir ganz schön viel, muss ich sagen. Wir haben einen Golf GTI, einen John Cooper Works GP, einen Megane, einen Beetle, einen Audi A1 Quattro und einen Clio RS. Und ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal den A1 Quattro, Vierzylinder Turbo, 2 Liter Frontantrieb, Frontmotor, Allrad angetrieben, 255 PS auf 350 Newtonmeter Drehmoment auf 1,4 Tonnen Gewicht. Und ja, dieses Auto ist auf jeden Fall eine Bombe, kann man schon mal so sagen. Wir fahren, gucken wir mal, was gibt es denn für die Werksfarbe? Einfach weiß. Okay, fahren wir das so? Ne, fahren wir nicht. Ich würde sagen, ja doch, fahren wir jetzt einfach so. Komm, scheiß drauf. Mit den Farben und Lackierungen habe ich es jetzt nicht so. Das ist so lala. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr sportlich aus, der Audi, der Kleine. Gucken wir mal, wie wir mit dem Flitzer so klarkommen. Hier auf dem Mountain Dash, auf dem Bergsprint, auf dieser Strecke. Ich versuche mal mein Bestes. So, wir starten direkt. Starten wir vielleicht mal gleich hier von der Cockpit-Sicht. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen langsamer, wie das, was wir in der letzten Folge so gefahren sind. Aber ist ja auch nicht schlecht, ist auch mal wieder ein bisschen langsamer. Muss ja nicht immer so schnell sein. So. Wir haben auch wieder verschiedene Aufgaben. Wir müssen einmal eine gewisse Rundenzeit schaffen. Wir müssen hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit schaffen an dem Abschnitt. Hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Aktuell sieht es gut aus. Jo, schaffen wir. Ohne Top-3-Platzierung. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, da habe ich ein bisschen zu tief geschalten. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie uns vorbeigwetschen können. So, jetzt ist wieder so, dass ich sagen würde, oh, der Motorsound ist aber leise, ja. Aber ja, wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die Sportwagen, die größer motorisierten Fahrzeuge, ganz schön brüllen können. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal damit konform, dass diese kleinen Kompaktler nicht so krass sind. Alter, beim Anbremsen. Also manchmal frage ich mich echt bei dem Spiel, warum manchmal das Auto so ausbricht. Das spürt man einfach nicht. Ich habe die Vibrationsstärke übrigens aufs Maximum erhöht. Also, aber trotzdem habe ich nicht so das Feedback manchmal, was ich gerne hätte, ja. Also es würde besser gehen, jetzt einfach mal auch mal eine Kritik anzusprechen. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist ein sehr schönliches, kennt ihr schon das Schönliche. Ansonsten ist es eigentlich ein sehr gutes Handling-Modell, wie ich finde, für so einen Arcade-Racer. Also es ist nicht, wie gesagt, zu arcadig, es ist auch nicht, es ist keine Simulation oder geht auch in keinster Weise in die Richtung. Aber es hat halt natürlich, also es macht schon Sinn, so mehr oder weniger, was da passiert. Man kann schön schalten, ja, das ist auch schon mal wichtig, dass man selber manuell schalten kann. Man hat schon so ein bisschen Gefühl, was hier passiert. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist wie jetzt das, was gerade eben war, dieses, dass das sich so manchmal so komisch eindreht, finde ich manchmal ein bisschen komisch, weil das ist gerade bei den heckangeriebenen Fahrzeugen sehr, sehr komisch abzufangen und vor allem dann wieder irgendwie in die Spur zu kommen. Jetzt hier bei so einem Allradfahrzeug und vor allem beim nicht so ganz krass motorisierten ist das jetzt relativ easy. Da verliert man einfach noch ein bisschen Speed. Es ist nicht so wild. Und jetzt wird es hier gerade richtig dunkel. Richtig Nacht. Aber das kriegen wir schon hin. Aktuell führen wir das Ganze an, wenn auch nur knapp. Dass einer uns direkt auf den Fersen. So, da haben wir es geschafft. Und ja, wunderbar. Ich glaube, da haben wir alles geschafft, oder? Haben wir überhaupt alles geschafft? Ich weiß es gar nicht. Oder haben wir irgendeinen Stern nicht geschafft? Ich glaube, die Rundenzeit haben wir nicht geschafft, oder? Doch, haben wir auch geschafft. Sehr schön. Dann sieht es ja eigentlich alles gar nicht so schlecht aus. Dann können wir ja direkt weitermachen. Bei den Kompaktsportwagen steigen wir ein bisschen auf. Fahrerstufe steigen wir auch auf. Sehr schön. Und da schalten wir frei den Marussia B2. Okay, sagt mir nichts das Fahrzeug, aber wir haben viele Fahrzeuge, die sehr, sehr speziell sind in dem Spiel, was ja auch cool ist. Man kann ja auch, muss ich sagen, habe ich mich auch letztens erst mit dem Let's Play Noob drüber unterhalten. Also Drive Club ist eigentlich nichts anderes wie das, oder geht in die Richtung wie damals
PGR, Project Gotham Racing auf der Xbox 360 und auf der normalen Xbox. Ja, einfach viele geile Sportwagen, Supersportwagen und viele Hypercars. Das hat es damals ausgezeichnet und das ist auch so mehr oder weniger dieses Spiel hier. Finde ich ganz cool, weil das Project Gotham Racing war damals echt ein sehr, sehr geiler Titel. So, ja, wir machen einfach weiter. Wir gehen einfach mal, keine Ahnung, das ist jetzt alles hier so ein Kompaktsport, ne? Hier fehlt uns noch ein bisschen fürs nächste, für die Trophy. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach irgendwie was. Machen wir mal die Volkswagen Series. Machen wir das einfach mal. Da haben wir gleich mal zwei Rennen. Machen wir das einfach mal. Bestätigen wir. Da dürfen wir dann höchstwahrscheinlich einen Volkswagen fahren. Jawohl. Was fahren wir denn? Den Beetle oder den Golf? Komm, machen wir mal den Golf. Weil wir es einfach können. So, was haben wir denn hier für Farben? Ich will so einen schwarzen Golf. Wäre cool. Ja, das ist schwarz, glaube ich, gewesen. Oder so Anthrazit war eigentlich auch geil, ne? Das hier. Ja, nehmen wir das hier. Zack, überspringen. Und dann gucken wir mal, was wir hier mit dem Golf so können. Oder anstellen können. Den Golf kann man übrigens nur fahren, wenn man in einem Club ist. So viel ich jetzt verstanden habe. Und deswegen, wir sind ja im Club. Seit letzter Folge. Habe ich ja schon erklärt. Und ja, da sind wir hier mit dem Golf GTI. Ja, komm. Und es ist ein Rundkursrennen. Wir müssen Durchschnittsgeschwindigkeit zu L schaffen. Und eine Top-3-Platzierung. Wird verlangt für die Sterne, die wir ja brauchen. Mal gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ulala. Uiuiuiui. Komm rum. Komm rum. Jawohl. Passt. So. Quasi auf den ersten drei Plätzen haben wir schon mal einen Golf. So, jetzt geht's hier über eine Brücke. Mal gucken, ob wir gleich einen coolen Sprung hinkriegen. Nee. Abheben tut er noch nicht. Hat er noch ein bisschen Bodenhaftung. Sorry. Und dann kommt die nächste Brücke. Ja, die fiktiven Strecken sind eigentlich relativ cool, sehen vor allem halt sehr geil aus, ja. Das kann man schon mal so sagen. So, ich bremse mal lieber ein bisschen an. Ulala. Und dann geht's weiter. Und jetzt geht's in den Tunnel. Ich sehe wieder nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Das dauert ein bisschen lange, finde ich, bis man mal was sieht. Ein bisschen zu lange. Aber gut. So, da vorne kommt das Geschwindigkeitsduell. Was wir hier schaffen müssen. Gucken wir mal, dass wir da auf. Dass wir das hinkriegen. Boah, fuck, fuck, fuck. Komm, komm, komm. Rum da. Oh Gott, 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 Gott. Komm, 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 komm. Noch sind wir auf Kurs. Noch sind wir auf Kurs. Ich glaube, es reicht, oder? Jawohl, schaffen wir. Alles klar, super. Oh, das ist eine lange Runde auf jeden Fall, aber ich finde es cool, die Strecke hat auf jeden Fall was. Hat auch viele langsame Kurven. Oh, da muss man auch mal mit dem Golf hier richtig in die Eisen steigen. So, gucken wir uns das Ganze auch mal von innen an. Ja, im Innenraum nochmal alles ein bisschen gedämmter vom Sound. Also Soundkulisse finde ich ist völlig okay. Da hat man auf der PlayStation schon ganz andere Soundkulissen in Rennspielen vernommen. Das ist auf jeden Fall völlig angenehm. So, bremsen wir mal ein bisschen ab. So, ein Tipp war auf jeden Fall mal, lala, von einem der unseren Zuschauern hier. Tut mir leid, wenn ich also die Namen nicht notiere oder sowas. Upsala. Aber derjenige, denke ich, weiß, dass er gemeint ist und im Gedanken sage ich auch vielen, vielen Dank. Und zwar, der hat gemeint, dass die, man sieht rechts und links vor den Kurven meistens so, ja, sage ich mal, Flacken. Also ich weiß nicht, wie genau die Bezeichnung ist, aber hier sind die jetzt hier rot. Und das bedeutet dann, wie eng eine Kurve ist. Rot ist dann quasi ganz eng. Gelb, orange ist halt dann so ein Mittelding. Und grün ist, ja, man kann eigentlich Vollgas durchfahren. Das kann man einfach so als Indiz nehmen. Und ja, danke für den Tipp. Das wäre mir nie aufgefallen, weil ich einfach nur gedacht habe, ja gut, das sind halt irgendwelche farbigen Dinger. Hier sehen wir es, grün kann man quasi voll rumfahren. Mehr oder weniger voll, ja. Übertreiben sollten wir es auch nicht. Ja, geil. Kann ich jetzt, nee, ich will nicht in Fotomodus. Das blicke ich also noch nicht so. Ich möchte auf die Strecke zurücksetzen. Wow, ja, der andere fährt mir voll hinten rein. Nee, und hier war rot eben wieder, hier ist gelb, das ist so ein Zwischending. Also hier kann man so ein bisschen abschätzen, wie krass die Kurven sind. Nur so als Info, hier ist wieder grün, also ist wieder eine schnellere Kurve. Das finde ich ganz cool auf jeden Fall. Also danke für den Tipp, das wäre mir so überhaupt nie aufgefallen oder in den Sinn gekommen. Also da einfach nochmal großes Lob an die Person natürlich und auch an euch allgemein, dass ihr mir
diesen Einstieg auf die PlayStation und auch in dieses Spiel echt erleichtert. Also ihr gebt echt wertvolle Tipps, da muss ich echt einfach nochmal an dieser Stelle sagen, danke, danke, danke. Ihr seid echt eine super Community. Das muss man einfach mal so festhalten. Hier ist grün. Ah, ob man hier vollfahren kann. Oh, ja, ich schaff's gerade. So, wunderbar. Momentan auf Platz 1. Trotzdem dummen Fahrfehler jetzt hier nochmal am Ende. Rutschen war aber übers Ziel. Top 3 Platzierung ist somit auch drin. Der Golf sieht ein bisschen ramponiert aus. Aber nur ein bisschen. So, ja, wir holen uns quasi die ersten Punkte in dieser Kurzmeisterschaft ab. Und auch 2 Sterne. Wir speichern die Wiederholung ab. Wir dürfen, glaube ich, noch ein paar speichern, oder? Wie viel Slots haben wir denn noch? Muss mal irgendwann mal ein paar löschen. 28, wunderbar. Noch nicht mal die Hälfte verbraucht. Dann geht's weiter. Und dann müssen wir das nächste Rennen fahren. Da müssen wir eine Top-3-Platzierung erreichen und eine Rundenzeit. Also es ist ein Rundkursrennen auf jeden Fall wieder. Unter 1,25 schaffen. Und die Strecke sieht auch wieder sehr, sehr schön aus. Und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze direkt. So, das Wetter sieht mir aus, als ob es gleich regnen würde. Dann gucken wir doch mal, ob das tatsächlich so ist. So, da vorne ist auf jeden Fall gleich ein Duell, was wir machen können. Müssen wir aber nicht, können wir machen. Geschwindigkeitsduell ist jetzt noch ein bisschen blöd, dass die KI hier keinen Platz lässt. Boah, Alter. Ja, das muss ich echt noch ein bisschen, also hier quasi, dass ich die KI hier ein bisschen schone. Ich crash die als zusammen wie weiß ich was. Also so hier bin ich auf jeden Fall der aggressivere Fahrer. So, ja, es ist hier die Frage, wie ich hier rumkomme. Muss ich irgendwie hier versuchen vorbeizusetzen. 2 Runden dürfen wir fahren. Dann fahre ich jetzt mal die erste Runde in der Cockpit-Sicht und dann die andere wieder in Außensicht. Einfach wieder, um ein bisschen für alle ein bisschen was zu zeigen. Die Strecke hat auf jeden Fall, sieht schon mal sehr cool aus. Also hier gibt es jetzt diese Flaggen hier am Rand nicht. Das ist aber auch so mehr oder weniger hier eine Rennstrecke und keine Landstraße. Hier haben sie das quasi ja durch diese Pfeile markiert am Streckenrand. Wenn man das auf einer Rennstrecke halt kennt, würde ich sagen. So, hier geht's ganz gut. Hier ist, glaube ich, ein bisschen enger, oder? Jawohl, passt aber. Uah. Ja, also grafisch müssen wir, glaube ich, nicht jedes Mal erwähnen, dass das hier ein Brett ist, dieses Spiel. Das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Also grafisch ist es echt absoluter Hammer. Das Einzige, wo ich jetzt meckern würde, ist ein bisschen bessere Kantenglättung. Dann wäre das wirklich nochmal um einiges hübscher. Aber ansonsten Lichteffekte, grafisch, Texturen, sieht es alles sehr, sehr gut aus. Da müssen wir nicht drüber reden. Also ist grafisch, ist es auf jeden Fall ein Brett. Definitiv. So, dann gehen wir mal in die Außensicht, dass wir das auch nochmal gesehen haben. Aktuell führen wir das Ganze an. Und ich glaube, die Rundenzeit haben wir auch schon geschafft, trotz dass wir hier quasi aus dem Start mussten, also keine fliegende Runde gemacht haben. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen beim Anbremsen. Ich glaube, manchmal bremse ich einfach auch zu hart an, ja, zu spät und zu hart. Also man sollte, glaube ich, auch ein bisschen hier in dem Spiel auch ein bisschen regulierter bremsen. Ich glaube, das ist auch das, was mir bei den Sportwagen in der vorherigen Folge so ein bisschen Probleme gemacht hat. So, gucken wir mal, dass wir hier rumkommen. Ja, fährt sich auf jeden Fall sehr angenehm, der Golf hier. Oh, da rutsche ich ein bisschen raus. Ja, komm, komm, komm. So, aktuell führen wir das Ganze an. Hupsala, da hebt er ein bisschen ab hier. Der kleine, böse, schwarze Golf. So, hier so eine Art Harnnadel. Da fahren wir ein bisschen enger rum. Sehr schön. So. Uah, da quietschen die Reifen. Soundtechnisch ist der Golf jetzt natürlich kein Meisterwerk, ja. Klingt so ein bisschen wie ein Föhn. Das Reifen quietschen wieder mal ein bisschen lauter. Aber gut, wir werden noch genug Hypercars, Sportwagen und Co. fahren. Ich denke, da werden wir... Oh, da bin ich ein bisschen, hätte ich ein bisschen enger fahren können. Egal. Ich glaube, ich stelle trotzdem ein neues Geschwindigkeitsziel auf. Wunderbar. Und da sind wir dann auch schon im Ziel. Und dann müssten wir die Meisterschaft eigentlich schon abgeschlossen haben. Und dann kriegen wir nochmal 2 Punkte zusätzlich. Weil ja, mehr wie gewinnen kann man ja eigentlich nicht. Fehlerfreie Runde haben wir auch noch gekriegt. Sehr schön. So, ja, wir haben in der 340. Holen nochmal 15 Punkte, 30 Punkte insgesamt.
holen hier die Top-3-Platzierung und die Rundenzeit ab. Und in der Meisterschaft schaffen wir auch eine Top-3-Platzierung und mehr als 20 Punkte. Sehr schön. Hier bei den, ja, ich kann das als fast nicht lesen, das geht viel zu schnell. Aber wir kriegen hier irgendwie Fortschritt, sag ich mal. Dadurch kriegen wir ja auch nochmal, glaube ich, ein bisschen Erfahrung und so weiter. So, wir sammeln ein bisschen Ruhm für uns selber und für den Club. Wiederholung wird wieder gespeichert. Dalala, wunderbar. Und dann machen wir direkt weiter. Gucken wir mal, was wir denn haben. Können wir jetzt schon vielleicht ins Finale fahren? Wäre auf jeden Fall cool. Wie viel haben wir denn? 18. Das müsste reichen. Jawohl, wir können das, die Rookie Trophy fahren. Und dann würde ich sagen, dann machen wir das auch, weil ich möchte eigentlich relativ schnell hier nach vorne kommen. Und was ist denn das eigentlich, das 3? Was müssen wir denn hier haben, um hier hinzukommen? Das steht jetzt hier gar nicht, ne? Oder? Erreiche eine Platzierung in der... Achso. In der Top 3 der Meisterschaft. Okay, also ich glaube, wir müssen das hier schaffen. Kann das sein? Also Top 3, deswegen die 3. Also wir müssen hier mindestens Dritter werden. So verstehe ich das. So, das sind ganz schön viele Rennen. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht alles schaffen, aber wir können schon mal anfangen. Und ja, jetzt gilt es schon mal ein cooles Fahrzeug zu wählen. Was natürlich in Beschleunigung und Handling ist das auf jeden Fall Bombe. Also Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit ist ja eigentlich der Megane S eigentlich einer der besten. Aber den sind wir schon gefahren. Wir sind eigentlich alle schon gefahren, oder? Wir sind den Golf gefahren, wir sind den Mini gefahren, wir sind den gefahren. Den sind wir den schon gefahren? Das weiß ich gar nicht. Ne, ich glaube noch nicht, ne? Aber der ist, glaube ich, im Verhältnis richtig scheiße, oder? Guck mal, der Audi ist in allem besser. Und der ist auch ein bisschen schlechter. Ne, wir nehmen schon ein gutes Fahrzeug. In der Meisterschaft will ich schon ein gutes Fahrzeug haben. Und ich glaube, ich nehm jetzt den Megane. Den Megane finde ich einfach cool. Ich nehme nochmal den Megane. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ersten Rennen müssen wir eine Top-3-Platzierung ohne Rundenzeit unter 1,12 oder weniger schaffen. Auf einer, ja, sagen wir mal, Küstenstrecke, Strandstrecke nenne ich es einfach mal. Und vom Sound her, muss ich sagen, ist der Megane S auch wirklich geil. Also jetzt kein Vergleich zum Golf. So, gucken wir mal. Ich versuche mich mal hier irgendwie rein zu quetschen. So. Zwei Runden dürfen wir fahren hier. So, Driftduell werden wir jetzt hier keins aufstellen. Ist mir auch nicht so wichtig, muss ich sagen. Driften in meinen Augen ist halt nicht unbedingt schnell. Uah, das kostet Zeit. Ja, der Megane ist schon ein hammergeiles Fahrzeug. Auch der 250 RS ist geil, aber hier dieser 275 RS Trophy ist halt natürlich echt nochmal einfach die gesteigerte Form des Ganzen. Und das Ding ist schon ein geiler Kompaktwagen. Kompaktsportler. So, erste Runde schließen wir ab als Führender. Das finde ich schon mal sehr geil. Gehen wir auch nochmal in die Cockpit-Sicht. Ja, hier ist der Sound eher gedimmt, sage ich mal. Okay, das war ein Gang zu tief. So. So, wir trotzdem mal die Handbremse rumschmeißen beim Frontantrieb. Ja, okay, komm, haben wir ein paar Punkte halt einfach mal gesammelt. Warum nicht? Trotz Frontantrieb mal ein bisschen driften, warum nicht? Oh, da liegt ein Reifen. Ist hoffentlich keiner von irgendeinem Fahrzeug abgefallen. Wäre ein bisschen bitter. Ich glaube eher, das war jetzt so eine Streckenabsperrung, ein Reifen. So, hier geht es wieder ein bisschen enger rum. Das Auto fährt sich schon richtig angenehm, muss ich sagen. Also mir macht der Megane echt Spaß. Ich glaube, das war nicht die falsche Entscheidung, den nochmal zu nehmen. So. Und die Top-3-Platzierung dürften wir auch geschafft haben. Wunderbar. Holen wir uns die ersten wichtigen Punkte, die ersten wichtigen Sterne ab. Das ist doch schon mal schön in dieser Meisterschaft.
mit unserem Trophy Air. So. 15 Punkte nehmen wir mit. 2 Sterne nehmen wir mit. Wiederholung nehmen wir auch mit. Und dann geht's gleich weiter. Im nächsten Rennen. Da müssen wir wieder eine Top-3-Platzierung erreichen und ein Durchschnittsgeschwindigkeitsziel von 153 km/h schaffen. Also das heißt, da ist auf jeden Fall ein richtig schneller Abschnitt, weil 153 km/h mit diesen Fahrzeugen ist auf jeden Fall nicht zu verachten. Auch hier fahren wir wieder eine fiktive, kleinere Rennstrecke. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Auch hier werden wir 2 Runden fahren. Na, gucken wir nochmal, wie wir hier abschneiden können. Top 3 ist auf jeden Fall wieder das Ziel. Das, in der Top 3 sammelt man einfach am besten Punkte. Sieg wäre natürlich wieder am besten. Und powertechnisch, ja, geht der Megan echt gut nach vorne. Das muss man einfach mal so sagen. So. Auch noch ein bisschen aufpassen, jetzt ein bisschen härter anbremsen. Und reinrollen lassen. So, nehmen wir den Schwung mal mit hier. Boah, jetzt muss ich ein bisschen hier über den Rand fahren, aber mir soll es recht sein, wenn ich hier vorbeikomme. So, ich glaube, da vorne ist schon das Geschwindigkeitsziel, oder? Das Durchschnittsgeschwindigkeitsziel, was wir schaffen müssen. So sieht's aus. Hoffen wir doch mal, dass wir hier rumkommen. Ja, aber das sieht gut aus. Wir nehmen schon richtig viel Speed mit. Und das ist mit dem Megane gar kein Problem. So, fahren wir nochmal in der Außensicht. Mal ein bisschen Motor ansauen noch. So, da ist jetzt wichtig, richtig anzubremsen. Ich schalte noch ein bisschen als zu früh runter. Boah, das sieht jetzt wieder schön aus hier, die Abenddämmerung. Oder in die Abenddämmerung hinein. Sehr, sehr schön. Ja, läuft ganz gut, muss ich würde sagen. Schöner Abstand nach hinten. So, die Schikane hier wieder fahren. Hier, die kann man, glaube ich, sogar voll nehmen, die Kurve. Jawohl, ohne Probleme. Sehr schön. Und da holen wir uns die nächsten 2 Sterne ab. Sehr schön. Saubere Leistung, du hast eine Trophäe erhalten. Juhu. So, nächste Punkte, oh, da haben wir schön Abstand auch rausgefahren. 30 Punkte haben wir schon, 9 Punkte vor, Sprung vor Alfie Sanders, dem Zweitplatzierten im Golf GTI. Und ja, ein Rennen haben wir noch in der Trophy, das schaffen wir sogar tatsächlich doch durchzufahren. Die Rennen sind etwas kürzer, finde ich aber okay, muss ja nicht zu lang sein, muss uns ja nicht langweilen. Und hier müssen wir wieder eine Top-3-Platzierung erreichen oder, beziehungsweise und, eine Rundenzeit von weniger als 52 Sekunden hier auf dieser Strecke. Und ja, gucken wir doch mal hier. Wir starten bei Nacht. Und dann gucken wir mal, ob wir das schaffen. 3 Runden dürfen wir jetzt hier fahren. Also ein bisschen länger das Ganze. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen. So, da haben wir dann gleich wieder eine Linienherausforderung. Aktuell, ja, also der Megane geht schon richtig gut nach vorne. Macht richtig Spaß. Upsala. Oh, das ist ja so eine richtige Steilkurve hier. Das ist ja geil. Aber bestimmt Vollgas durch. Jawohl, kann man tatsächlich. Aber hier macht es ein bisschen zu. Ein bisschen kurz anbremsen. Ja, und da setzen wir auf Platz 1. Das ist schon mal nicht schlecht. Nehme ich gerne mit. So, hier eng bleiben. So, haben wir nochmal den eigenen Rekord geschlagen. Mal, ob wir hier auch noch mal besser machen können. Jawohl, auch noch mal besser gesetzt, das Ganze. Und vielleicht jetzt hier auch ein Geschwindigkeitsduell. Mal ein bisschen besser machen, das Ganze.
Ja, hier muss ich anbremsen. Okay, ich habe es mal probiert mit Vollrum. Geht nicht, leider. Versuchen wir es mal in der letzten Runde nochmal etwas besser hinzukriegen. So, Rundenzeit haben wir auf jeden Fall auch schon geschlagen. So, da haben wir es nicht geschafft, besser zu sein. Ich glaube, umso schneller man auch das fährt, umso mehr Punkte gibt man auch. Also quasi da draufbleiben auf der Linie und aber auch das Schnellfahren. Ich glaube, das gibt die Punkte hier. Und wenn man von der Linie abkommt, hat man schon verkackt. Und, oh, da hat einer der richtig Punkte gesammelt. Na egal, gucken wir mal beim Geschwindigkeitsziel, was wir hier schaffen. Ja, müsste eigentlich machbar sein, jawohl. Und auch hier gewinnen wir die Top-3-Platzierungen. Also es war, würde ich sagen, eine sehr erfolgreiche Trophy. Und die dürften wir dann auch auf jeden Fall geschlagen haben. Wunderbar. Und ja, 45 Punkte haben wir, super Vorsprung, maximal Punktzahl erhalten. Die Rookie-Trophäe haben wir gekriegt, sehr schön. Und kriegen hier auch nochmal 3 weitere Sterne. Sie sind Erster in der Meisterschaft geworden, Top 3 in der Meisterschaft und mehr als 30 Punkte haben wir auch gekriegt. Wunderbar, nehme ich gerne mit, steigen nochmal, nee, noch keine Stufe auf, glaube ich. Aber wir schalten doch, schalten irgendwas frei. Egal, auf jeden Fall den Bentley Continental GTV 8. Und den Alfa Romeo 4C. Sehr schön. Und den Ruf CTR 3 Clubsport. Gut, da kriegen wir ja einige Fahrzeuge, genauso wie viele neue Designs dazu. Sehr schön. So, hohe Wellenschlagen kriegen wir noch als Auszeichnung dazu. Also hier Trophäen kriegen wir mehr als genug, also Achievements kriegen wir mehr als genug in dem Spiel. Eigentlich so für das, was, für alles, was wir hier so machen. So, gucken wir dann mal, wie es denn jetzt hier aussieht. Natürlich möchte ich jetzt nicht sinnlos in den Klappdinger hier oder den Kompaktwagen verweilen. Deswegen will ich dann schon ganz gerne hier direkt weitermachen. Auch wenn wir hier 32 Sachen sammeln müssen. Wobei, das ist eigentlich gar nicht so viel, wenn man sieht. Wenn ich jetzt hier das hier mache gleich, das German Sports Series, dann haben wir quasi das schon fast wieder geschaffen, können gleich hier weitermachen. Okay, sehr interessant. Okay, gucken wir einfach mal. Ich werde jetzt aber sagen, wir machen jetzt schon mal einen Cut. Das heißt, ihr könnt euch in der nächsten Folge auf jeden Fall auf diese, keine Ahnung, was für eine Klasse, ist ja auch so eine Kompaktklasse, also ich sehe jetzt hier schon mal ein 1er BMW, nochmal die A-Klasse, glaube ich, soll es sein, TT sehe ich auf jeden Fall, also ja, ihr könnt euch auf jeden Fall hier auch auf weitere coole Fahrzeuge freuen, auf neue Fahrzeuge freuen, die ein bisschen schneller sind, wie diese kleinen Kompaktler, also ist, glaube ich, das wird ganz interessant sein, also freut euch drauf, schaltet da auch wieder ein, ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit dabei seid. Ich bin raus, vielen Dank fürs Einschalten, ciao, ciao, euer Ray.